Jo, Hallöchen, ihr Lieben. Da sind wir heute wieder. Das zweite Mal die Woche mit Ace Attorney Phoenix Wright. Wir sind heute am 19. Oktober, den 9:42 Uhr, im Bezirksgericht im Angeklagtenzimmer Nummer 1. Wir führen weiterhin die Versammlung, also die Verhandlung, nicht Versammlung, gegen den Steel Samurai Will Powers und ja, haben heute einen leider Gottes wichtigen Zeugen dran. Steak in den Rausch. Ein T-Bone Steak, passend zur Geschichte. Mensch! Ja, wir können mal gucken, was wir heute hier am zweiten, nee, dritten, zweiten Verhandlungstag schaffen und ja, let's fetz rein ins Schwein oder so. Heute bin ich komisch. Let's fetz halt! Ich glaube, bei mir ist der Fernseher zu laut. So. Herr Wright. Ja. Warum sehen Sie so unzufrieden aus? Oh, ach, nichts. Wirklich, es ist gar nichts. Nicht wahr, Mia? Oh. Sie sieht gar nicht, sie sieht sogar noch unzufriedener aus. Phoenix, dein Mandant ist praktisch ein toter Mann. Vielleicht fühle ich mich deshalb so verbunden mit ihm. Wir sollten jetzt keine Witze über Tote machen. Aber du weißt, dass wir so gut wie nichts in der Hand haben. Aber wenn Herr Powers wirklich unschuldig ist, sollten wir es schaffen, etwas in den Beweisen zu finden, das bisher unentdeckt war. Etwas Unentdecktes? Wir müssen heute etwas finden, Phoenix. Entweder das oder wir verlieren den Prozess. Das wird nicht leicht. Nein, wird es in der Tat nicht. Wir haben immerhin einen Zeugen, der gesehen hat, wie der Steel Samurai es zu Ende brachte. Wie immer. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4, 19. Oktober, 10 Uhr. Das Gericht verhandelt nun den Prozess gegen Herr Will Powers. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Sehr schön. Herr Edgeworth, Ihr Eröffnungsplädoyer, bitte. Das Gericht hat von einer unerwarteten Begebenheit erfahren. Gestern erfuhren wir, dass sich noch weitere Personen in den Studios aufhielten. Heute werde ich beweisen, dass sie nichts mit dem Mord zu tun hatten. Sehr schön. Sie dürfen Ihren ersten Zeugen aufrufen, Herr Edgeworth. Ich frage mich, ob die Produzentin aussagt. Die Anklage ruft Herr Salmanela in den Zeugenstand. Oder der Regisseur. Würde der Zeuge bitte seinen Namen und Beruf angeben? Wie unverschämt! Wissen Sie etwa nicht, wer ich bin? Ich bin der Regisseur. Ich drehe den Steel Samurai. Roffel! Salmanela, ich bin Regisseur. Fernsehen! Waren Sie am Tag des Mordes bei Global Studios? Ja, Euer Ehren. Na schön, bitte erzählen Sie dem Gericht, was an diesem Tag geschehen ist. Phoenix, lass uns seine Aussage auseinandernehmen. Wenn Powers unschuldig ist, weißt du, was das bedeutet. Jemand, der an dem Tag im Wohnwagen war, ist der Täter. Genau! Sie verschwendet keine Zeit, Druck aufzubauen. Ich war an dem Tag seit 9 Uhr bei den Studios. Am Morgen arbeitete ich bei der Probe einer Actionszene. Es dauerte weitaus länger, als ich dachte. Während alle anderen im Personalbereich zu Mittag aßen, hatte ich ein Meeting im Wohnwagenstudio 2, also aß ich nichts. Das Meeting dauerte bis etwa 16 Uhr. Während des Meetings nun, da ist bestimmt niemand aufgestanden. Das ist alles. Herr Helmers Todeszeitpunkt war 14:30 Uhr. Und Ihrer Aussage zufolge waren Sie zu diesem Zeitpunkt in dem Meeting.
Herr Wright, beginnen Sie bitte mit Ihrem Kreuzfeuer. Ja, Euer Ehren. Na dann. Ich war an dem Tag seit 9 Uhr in den Studios. Ich glaube, wir haben momentan nicht viel Chance, außer... Bitte? Kommen Sie immer um diese Zeit zur Arbeit? Oh nein! Ich arbeite, wenn es gerade sein muss. Das ist unser Geschäft. Ja, ich weiß schon überall die Freaks in eurem Geschäft... Bescheid. Jedenfalls, glauben Sie mir, ich war den ganzen Tag ziemlich beschäftigt, Seth Smiley. Erzählen Sie uns mehr darüber. Am Morgen arbeitete ich an der Probe einer Actionszene. Im Personalbereich? Genau. Es war eine Kampfszene zwischen dem Steel Samurai und dem bösen Richter. War sonst noch jemand bei der Probe anwesend? Oh ja, die Wachfrau saß da und sah sich die ganze Sache an. Sie feuerte Hammer an, wenn Sie sich das vorstellen können. Die Lungen dafür hat sie jedenfalls. Noch jemand? Nee, nur wir vier. Es dauerte weitaus länger, als ich dachte. Warum hat es so lange gedauert? Hat sie schlecht. Ich glaube, dass Sie das bereits wissen. VP hat sich bei der Probe den Knöchel verstaucht, verstehen Sie? Oh, stimmt, da hat es hingekriegt. Daher natürlich auch das verpasste Mittagessen. R-V-A-B. R-V-A-B? Rollt verhungert am Boden? Während alle anderen? Ja, das hatten wir schon. Was genau gab es zum Mittag? T-Bone Steak. Die Assistentin hatte welche zubereitet. Im Personalbereich standen ein Teller mit ein paar Knochen drauf. Heißt, alle anderen, dass der Zeuge nicht mit aß? Er hatte ein Meeting im Studio 2. Die kam also nicht zum Essen. Richtig, jedenfalls kein Steak. Können Sie das glauben? Das muss hart gewesen sein. Phoenix, ja? Kommt dir das nicht seltsam vor? Kommt es? Sollte es? Ja, wir sind tapfer. Wenn sie das sagt, wird das schon was sein. Ja, das ist tatsächlich merkwürdig, jetzt da sie es sagen. Herr Manela. Was meinen Sie? Schwitz. Als ich zum Wohnwagen ging, sah ich etwas auf dem Tisch. Dort standen zwei Teller. Es waren dieselben wie im Personalbereich. Wer hat dort gegessen? Nein, gute Frage, Schwitz. Es ist mir etwas peinlich, darum habe ich es nicht erwähnt. Ich aß doch etwas. Ein T-Bone Steak, meinen Sie? Ja nun, die Assistentin hatte sich ja so viel Mühe gegeben. Ich nahm das Essen mit zum Wohnwagen und dachte, ich könnte es später essen. Eindeutig ein Mann, der gerne isst. Das habe ich erwartet. Gut, wann genau aßen Sie es? Wir machten während des Meetings eine Pause. Ich, aß es dabei ganz schnell. Das Bild von meinem geistigen Auge werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Moment mal. Wenn sie eine machten, dann widerspricht das seiner Aussage. Ich greife ihn da noch etwas härter an. Schön, dass er es nicht hinzugefügt hat und der Richter auch nicht darauf besteht. Worum ging es? Die Geschichte des Steel Samurai und unser Budget. Stellen Sie sich vor, die Sponsoren sagen zu mir, Herr Manela, Ihre Skripte eignen sich nicht für Kinder. Können Sie sich das vorstellen? Ehrlich gesagt, irgendwie schon. Also hat während des gesamten Meetings nie jemand den Tisch verlassen? Während des Meetings, da ist bestimmt niemand aufgestanden. Phoenix! Ja, in Ordnung, Entschuldigung, ich habe da was vergessen.
Aus Versehen A gedrückt. Sie machten keine einzige Pause. Ja, keine einzige Schwitz. Ich frage mich, warum er so ins Schwitzen gerät. Wenn ich nur eine Idee hätte. Moment mal, vielleicht habe ich doch eine Idee. Härter angreifen. Moment mal! Herr Manela, Sie haben sich eben selbst widersprochen. Sagten Sie dem Gericht nicht gerade, dass Sie in der Pause ein T-Bone Steak aßen? Ups, Roffel. Nun? Herr Manela, was soll das? Nun, ja, ich glaube, wir machten tatsächlich eine kurze Pause. Phoenix, gute Arbeit. Wenn Sie eine Pause machten, hätte einer von Ihnen in der Zeit zum Studio gehen können. Euer Ehren, ich beantrage, dass der Zeuge über diese Pause berichtet. Na schön. Herr Manela, Ihre Aussage bitte. Oh oh. Edgeworth lacht. Die Pause. Ja, was soll's? Wir machten eine Pause, Roffel. Aber nur 15 Minuten. 15! Eigentlich nur 13. Wenn nicht sogar nur 12. Das reicht nicht, um, sagen wir, in Studio 1 einen Mord zu begehen. Lol. Es reicht gerade mal, um ein T-Bone Steak zu essen. Wenn Sie mich fragen. Dampf. Aha, it's my shit. Ich glaube nicht mal, dass die Zeit dafür ausreicht. Aber das ist nur meine Meinung. Na schön, beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Einfach angreifen, lustig angreifen. Ja. Wann genau machten Sie die Pause? Ich würde sagen von etwa 14:30 bis 14:45. Jetzt nur 30? Das ist der Todeszeitpunkt. Also hätte er zu Studio 1 gehen, Hammer umbringen und zurückkommen können. Ich schätze, das kommt hin. Zeitmäßig. Oh, Edgy, wie er uns beobachten sich denkt. Denk nicht mal dran. Aber nur 15 Minuten, ja. Was machten Sie in diesen 15 Minuten? Ich aß mein T-Bone Steak. Was denn sonst? Da waren zwei Teller auf dem Tisch im Wohnwagen. Oh, richtig. Der andere gehörte Divaskis. Divaskis, die Produzentin. In 15 Minuten ein T-Bone Steak zu essen, das ist eine beachtliche Leistung. Warum? Reicht es jetzt nicht langsam mit dieser sinnlosen Fragerei? Euer Ehren, die Aussage hat eines eindeutig gezeigt. Die Personen im Wohnwagen hatten nichts mit dem Mord zu tun. Keine von ihnen hätte zu Studio 1 gehen können. Was? Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Sie behaupten doch nicht, dass jemand aus dem Wohnwagen zu Studio 1 ging, oder? Nun, Herr Wright? Phoenix, jetzt kommt's drauf an. Denk nach, bevor du antwortest. Sagen Sie, dass jemand aus dem Wohnwagen zu Studio 1 ging? Ich will so viele mögliche Verdächtige nicht einfach abschreiben. Aber ich kann das Unmögliche auch nicht weiter behaupten. Ja, es war in diesem Zeitraum nicht möglich, von Wohnwagen zum Studio zu gelangen. Und ich dachte schon, Sie würden weiter ziellos auf dünnem Eis herumirren. Aber Sie haben scheinbar zumindest eine ungefähre Vorstellung von der Wahrheit. Was meinen Sie damit, Herr Edgeworth? Das ist ganz einfach. Zwar fand die Pause des Meetings im Wohnwagen zum Todeszeitpunkt statt, aber der Weg von dort zum Tatort war blockiert. Der heruntergefallene Kopf von Miss Monkey versperrte den Weg. Gegen 14.15 Uhr blies eine starke Windböe den Kopf des Studiomaskottchens herunter. Also, als die Personen im Wohnwagen um 14.30 Uhr pausierten, war der Weg zum Studio blockiert. Blockiert durch den abgetrennten Kopf von Miss Monkey.
Es heißt zwar Mr. Monkey, aber Edgeworth hat recht. Und irgendwie möchte ich ihn nicht verbessern. Ich glaube, wir haben genug Beweise gesehen. Darum möchte ich Herr Manila aus dem Zeugenstand entlassen. Was? Es ist vorbei? Na schön, das Gericht schätzt den Fall folgendermaßen ein. Wir haben erfahren, dass einige andere Personen am Mordtag in Studio 2 waren. Allerdings ist es erwiesen, dass niemand davon zu Studio 1 hätte gehen können. Darum sind sie für diesen Fall irrelevant. Des Weiteren, wenn wir an das Foto des Steel Samurai denken, bei der Größe des Kostüms hätte niemand außer Herr Powers es tragen können. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein klarer Beweis, dass er es war. Hätten wir den, müssten wir Herr Powers schuldig sprechen. Euer Ehren, die Anklage erklärt erfreut, dass wir einen klaren Beweis haben. Einen Zeugen. Wer ist der Zeuge, Herr Edgeworth? Mein Zeuge sah, wie der Steel Samurai das Opfer aufspießte. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Ich verstehe. Das Gericht zieht sich 10 Minuten zurück. Danach werden wir Ihren Zeugen anhören. Skipper! Hey! Hör auf zu meckern! Und das Gericht zieht sich zurück. 19. Oktober, 11.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer. Nummer 1. Was machen wir jetzt, Mia? Wenn jeder im Wohnwagen ein Alibi besitzt. Es tut mir leid, Phoenix. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Mia! Sag nicht, dass du aufgibst. Welche Hoffnung bleibt mir dann noch? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich habe noch nie einen Fall aufgegeben, nicht solange es noch eine Chance gab. Aber bei deinem Kreuzverhör wurde eines deutlich. Die Leute im Wohnwagen hätten nicht ins Studio 1 gehen können. Ich dachte, dass mehr dahinter steckt. Aber das war ein Irrtum. Mehr war da nicht. Was wird jetzt aus mir? Irgendwie scheinen alle im Gericht zu glauben, dass ich es war. Sie glauben alle, dass ich ein Mörder bin. Kein Grund zur Sorge, Herr Powers. Wenn Sie unschuldig sind, werden wir das auch beweisen. Das verspreche ich. Überlassen Sie das uns und seien Sie Sie selbst. Seien Sie stark. Sie sind schließlich der Steel Samurai, ein Held für Kinder auf der ganzen Welt. Ich... Sie... Danke. Okay, Phoenix. Für die Kinder. Los geht's. Ja, für Maya, wa? 19. Oktober, 11.15 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal 4. Gib hier. Hey! Meckern nicht. Du bist so eine Meckertante geworden. Wer hat dir das denn beigebracht, Lisa, hä? Das Gericht fährt mit dem Prozess gegen Herr Will Powers fort. Die Anklage möchte etwas anmerken. Da unser Zeuge noch auf die Grundschule geht und es sich um einen Mordfall handelt, befürchten wir, dass das Kreuzverhör der Verteidigung ein Trauma auslösen könnte. Schön, wie Edgeworth dem Moralapostel gibt. Wir haben jedoch keine andere Wahl. Die Anklage ruft Cody Hackins in den Zeugenstand. Euer Ehren? Würden Sie ihm vielleicht eine Kiste zum Draufsteigen geben? Oh, selbstverständlich. Gerichtsdiener, bitte bringen Sie eine Kiste. Eine dieser Donut-Kisten zum Beispiel. Aber ohne Donuts! Würde der Zeuge bitte seinen Namen und seinen Schuljahrgang angeben? Zeuge? Was? Dass Sie ein Erwachsener sind, heißt nicht, dass Sie mich rumschubsen dürfen. Cody, beantworte seine Frage, okay? Hey, Sie sind's, die nette Lady! Ich heiße Cody Hackins, ich gehe in die zweite Klasse. Ich
habe das Gefühl, das wird ein verdammt langer Tag. Herr Edgeworth, bitte denken Sie daran, dass Sie mit einem Kind sprechen. Versuchen Sie, nett zu sein. Zeuge, ich meine Cody. Mit dem Nettsein hat er da so seine Probleme. Du hielst dich, du warst bei Global Studios am Tag des, als es passierte. Haben Sie ein Problem damit? Erzähl uns bitte, was du an dem Tag gesehen hast. Was? Alter! Sie wollen, dass ich Ihnen dass Ihnen und dem Opa da erzähle? Nur Herr Edgeworth, bitte. Ich bevorzuge bärtiger Gentleman. Es war ein bisschen schnell, aber okay, geregelt. Ein verdammt langer Tag. Und zufällig ist es in diesem Gerichtssaal verboten zu fotografieren. Tut mir leid, Euer Ehren. Er sagt nur aus, wenn er sie dabei haben darf. Ich bitte um eine Sondererlaubnis, wenn es geht. Sie mussten mit dem kleinen Bedingungen aushandeln und haben verloren? Hey, diese Kamera habe ich ganz neu. Ich kann sie aber noch nicht richtig benutzen. Aber ich nehme sie überall hin mit. Phoenix? Ich frage mich, ob er die Kamera auch am Tag des Mordes dabei hatte. Das solltest du dir besser in der Gerichtsakte vermerken. Na schön, Cody. Erzähl dem Gericht bitte, was du am Tag des Vorfalls gesehen hast. Da gab es auch so ein schönes, bei diesem Fan-Musical, gab es auch zu Codys Aussage so einen richtig schönen Aussagesong. Der war cool. With a samurai kick and a samurai slash. Oh boy, das war funny. Und vor allem singen sie dann alle durcheinander. Ach ja. Ich wollte einmal eine Probe vom Steel Samurai sehen. Ich hatte im Internet einen Plan gefunden und ging an dem Tag zu den Studios. Ich ging durch den Wald, nicht auf dem Weg, damit die Alte mich nicht erwischte. Ich ging in Richtung Studio. Aber irgendwie habe ich mich dann verlaufen. So 30 Minuten. Als ich dann beim Studio rauskam, sah ich den Steel Samurai. Er rockte total. Dann direkt vor meinen Augen kam der Böse. Natürlich hat ihn der Steel Samurai umgehauen. Baff! Hätte ich die Kamera dabei gehabt, wäre das ein super Foto geworden, sage ich Ihnen. Naja, ich kam nicht ins Studio rein, also bin ich nach Hause. Na schön, die Verteidigung darf mit dem Kreuzfeuer beginnen. Und seien Sie nett, denken Sie daran, dass Sie mit einem Kind reden. Der Kleine hat mehr drauf als so manch Erwachsener hier drin, ehrlich. Ich muss mal ganz kurz die, Was hat er gesagt? Hat sie immer dabei, obwohl er noch lernt, damit umzugehen. Okay. Das heißt, ich ging durch den Wald, ich ging in Richtung Studio, aber irgendwie habe ich mich dann verlaufen. Beim Studio rauskam, er bockte total. Natürlich hat ihn der Steel Samurai umgehauen. Hätte ich die Kamera dabei gehabt, wäre ein super Foto. Das sage ich Ihnen. Oh. Cody, was du gerade gesagt hast nun, ist etwas seltsam. Sagtest du nicht vorhin, dass du deine digitale Kamera überall hin mitnimmst? Das hörte sich ziemlich eindeutig an. Hä? Cody, du darfst hier nicht lügen. Das verstehst du doch, oder? Herr Wright, dürfte ich Sie einen Moment... Oh, habe ich ihn zu sehr unter Druck gesetzt? Von was für einer digitalen Kamera reden Sie da? Es ist, eine Digitalkamera, Euer Ehren. Eine neue Art von Kamera. Wie soll ich das erklären? Ich verstehe. Jedenfalls, Cody, kann ich kaum glauben, dass du deine Kamera nicht zum Studio mitbrachtest. Du hattest sie dabei, nicht wahr? Herr Wright, wie können Sie nur so grausam sein und ein armes Kind so terrorisieren? Egal ob Kind oder Staatsanwalt, niemand lügt vor Gericht. Was meinen Sie mit Staatsanwalt? Nun, Cody? Was? Ja, ich hatte meine Kamera dabei. Na und?
Haben Sie ein Problem damit? Du hattest also eine Kamera? Und hast du die Kamera auch benutzt? Warum hätte ich das tun sollen? Ich war zu sehr mit Beobachten beschäftigt. Na schön. Bitte erzähl dem Gericht, was du alles beobachtet hast. Ja, ich hatte meine Kamera dabei. Aber ich war so von der Action gefesselt, ich konnte nichts anderes machen. Der Steel Samurai ging auf den Bösen los. Wam! Dann bewegte sich der Böse nicht mehr. Er ist so stark. Der Steel Samurai ist der Beste. Enthält Foto jedes Sieges aus dem Kampf, den der Steel Samurai gewonnen hat. War das alles? Nun, das war kurz. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör. Ja. Ich muss mal ganz kurz, weil ich weiß, dass ich gerne mal bei so Verhandlungen ein bisschen anders denke, weil mein Geist würde mir sagen, ja Junge, es ist unnormal, dass du, ja, sonst immer, ja, keine Fotos machst oder so. Ich greife das erstmal an. Du hast also den Steel Samurai beobachtet. Hast du den ganzen Kampf gesehen? Ja, natürlich! Du schautest nicht weg, nicht ein einziges Mal? Nein! Na gut, dann sag uns genau, was passierte. Ja, das sag ich ja, sag ich schon noch. Okay. Also hat der Böse ihn zuerst angegriffen? Ja! Was für eine Person war dieser Böse? Das habe ich doch schon gesagt. Einfach ein Typ. Was hatte er an? Keine Ahnung mehr. Ich war so auf den Steel Samurai konzentriert. Ich verstehe. Und dann? Dann bewegte sich der Böse nicht mehr. Warum? Hä? Wie warum? Warum hat sich der Böse nicht mehr bewegt? Na, weil der Steel Samurai ihn zum Schweigen gebracht hatte. Und wie genau hat er das gemacht? Wie er das gemacht hatte? Mit einem Samurai-Kick und einem Samurai-Schlag, Samurai-Hieb, Samurai-Stoß. So ähnlich. Das ist mir immer noch zu ungenau. Was denn? Klotzen Sie mich nicht so an, Alter. Wie soll ich jetzt weitermachen? Cody? Was? Etwas stört mich. Eben noch sagtest du, du konntest nichts anderes machen. Ja, na und? Du hast das Wichtigste verpasst. Was soll das heißen? Der Zeuge hat klar beschrieben, was er sah. Sie wissen doch so gut wie ich, dass die Aussage sehr ungenau ist. Sagen Sie mir, welcher Mörder einen Samurai-Stoß einsetzt. Worauf ich hinaus will ist, Cody, du magst zwar einen Teil des Kampfes des Steel Samurais gesehen haben, aber den entscheidenden Teil hast du nicht gesehen, den tödlichen Schlag. Ruhe, Ruhe! Herr Wright, wie kann das sein? Können Sie erklären, warum er so etwas Entscheidendes nicht sah? Das ist es ja... Phoenix, ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Denk nach. Warum sah Cody den Höhepunkt des Kampfes nicht? Ich kenne dich. Du weißt es. Ich weiß, dass du es herausbekommen kannst. Herr Wright, Ihre Antwort. Wir haben klargestellt, dass der Junge ein großer Fan des Steel Samurai ist. Warum soll er den Höhepunkt des Kampfes nicht gesehen haben? Euer Ehren, ich habe einen Beweis. Beweis? Ja, Euer Ehren. Warum achtet Cody nicht auf den Kampf? Hier ist mein Beweis. Was ist das? Die Kamera?
Der Zeuge sagte, dass er die Kamera neu bekommen hatte. Ja, das weiß ich. Er wusste nicht genau, wie sie funktioniert. Auch das weiß ich. Ah! Oh. Korrekt. Warum hätte Cody im entscheidenden Moment woanders hinsehen sollen? Weil er mit seiner Kamera beschäftigt war. Er versuchte, ein Foto zu machen. Hä? Volltreffer. Was ist Ihr Problem, Alter? Macht es Ihnen Spaß, kleine Kinder einzuschüchtern? Anzugreifen, nicht einzuschüchtern. Gute Arbeit, Phoenix. Cody hat gelogen, ganz klar. Du hast clever erkannt, dass er nicht einfach nur seinen Helden... zusehen konnte. Ohne ein Foto zu machen, ja. Genau. Cody? Es kann nur einen Grund geben, warum du den Kampf nicht gesehen hast. Und der ist, dass du ein Foto machen wolltest. Aber da du deine Kamera erst neu hattest, kanntest du dich damit noch nicht aus. Also hast du den wichtigsten Teil des Kampfes verpasst. Stimmt das? Ja. Nun, Phoenix, ich wette um alles, dass er noch mehr verheimlicht. Lass ihn doch mal aussagen. Einverstanden. Mia meint's ernst. Euer Ehren, die Verteidigung bittet um eine erneute Aussage von Cody Hackens. Na schön. Cody, kannst du uns bitte über deine Kamera erzählen? Und erklären, warum du kein Foto vom Kampf machtest? Willkommen in der Realität, Junge. Phoenix freut sich viel zu sehr. Ja, Sie haben recht, Alter. Der Steel-Samurai war gerade den Clown des Bösewichts entkommen. Dann nahm ich die Kamera, um ein Foto zu machen. Aber die Linse ging nicht rechtzeitig auf, sodass ich's verpasst habe. Das ist alles. Yep. Irgendwas, was Ihnen an der Aussage nicht gefällt, Herr Wright? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gern mit dem Kreuzverhör fortfahren. Okay. Alter? Ja, Alter, Sie igelköpfiger Opa. Opa? Mein Name lautet Mr. Edgeworth. Ist schön, wenn alles so schnell geht. Darum hasse ich Erwachsene. Sie sind alle so selbstsicher. Okay, runter mit den Samthandschuhen. Sage aus, Zeuge. Sag aus! Aber Logo! Jetzt ist er wirklich kleine Kinder. Hast du gesehen, wie der Kampf anfing? Logo. Fiel dir dabei was Ungewöhnliches auf? Der Steel-Samurai bewegte sich etwas seltsam. Bewegte sich seltsam? Warum konntest du kein Foto machen? Meine neue Kamera hat zu viele Knöpfe. Ich wusste nicht, wie. Ich versuchte, ein Foto zu machen. Echt. Die arme Linse. Als ich die Linse öffnete, was war da zu sehen? Auf dem Boden lag jemand. Und der Steel-Samurai. Das ist alles? Ja, ich sagte doch, ich machte kein Foto. Ich hätte schon eins gemacht, sobald die Linse offen war. Machte er wirklich kein Foto? Kein einziges? Hat angreifen. Na, er hätte auf jeden Fall ein Foto gemacht. Es muss etwas geben, das ich verwenden kann. Cody? Hör zu, Cody Hackens. Ich weiß genau, was an dem Tag passierte. Du machtest ein Foto. Hä? Volltreffer. Woher wissen Sie das? Ich sehe es durch all deine Lügen, Cody Hackens. Das ist eine meiner Kräfte. Mach den kleinen Fanboy fertig, Phoenix. Davy! Cody! Der uns so viele Nerven gekostet hat, als wir das erste Mal gespielt haben. Wow! Was für ein Gefühl. Ja, ich machte ein Foto. Würdest du bitte deine Aussage entsprechend ändern, Cody? Ich machte ein paar Fotos, aber es war zu spät, also löschte ich sie wieder.
Du hast sie gelöscht? Ja. Warum löschst du ein Foto von deinem verehrten Stil-Samurai nach dessen Sieg? Naja, wissen Sie, warum sollte ich so ein Foto behalten wollen? Er wird immer unkooperativer. Ich finde besser schnell einen klaren Widerspruch, einen soliden Beweis. Wie kann ich in so einer kurzen Aussage Ungereimtheiten aufdecken? Es muss eine Schwachstelle geben. Bring es ans Licht, Phoenix. Finde heraus, was der Junge zu verbergen hat. Okay. Katze, wehe, du leckst mir die Füße ab. Im Übrigen, Fun Fact, es gibt wohl einige Leute, die beschweren sich, dass bei dem neuen Digimon-Spiel so viel zu lesen sei, obwohl die Entwickler, also Bandai, gesagt haben, es wird halt mal ein anderes Digimon. Es wird halt sehr, es ist halt sehr an Visual Novels angelehnt, ne? Visual Novels, jeder, der das kennt, weiß, viel lesen. Cody! Was? Mann, immer wenn sie Cody sagen, kommt hinterher etwas Schlechtes. Ich wollte mich nur bedanken, dass du mir das hier neulich gegeben hast. Hä? Oh, richtig. Was sagtest du mir dabei noch? Ich gehe zu jeder Live-Vorführung. Ich mache immer ein Foto, wenn der Steel-Samurai den finalen Schlag landet. Zarrab! Ich habe sie alle. Ich habe keins verpasst. Eine perfekte Sammlung. Cody, hast du ein Foto gemacht, das den Stil-Samurai über dem besiegten Gegner zeigt? Wenn du eins gemacht hast, kann ich mir kaum vorstellen, dass du es gelöscht hast. Hättest du es nicht für dein Album behalten? Herr Wright, um was für ein Album geht es eigentlich? Es heißt Weg zum Ruhm. Es ist eine Sammlung von Fotos mit dem Steel-Samurai von Cody Hackens. Er sagt, es sei eine perfekte Sammlung jedes gewonnenen Kampfes des Steel-Samurai. Ich verstehe. Finden Sie das nicht auch sehr seltsam, euer Ehren? Unter all diesen Fotos vom Steel-Samurai ist keines von jenem Tag. Ruhe! Herr Wright, haben Sie dafür eine Erklärung? Wenn der Steel-Samurai gerade seinen großen Gegner besiegt hat, erwarte ich davon eigentlich ein Foto in diesem Album. Genau das meine ich, euer Ehren. Nein! Moment! Das ist nicht möglich! Phoenix, ich glaube, wir sind endlich der Wahrheit auf der Spur. Und was für eine Wahrheit! Mia, sind wir uns da sicher? Machte er wirklich? Ja, ich bin mir sehr sicher, dass du auf der richtigen Spur bist. Sag es ihnen, Phoenix. Sag ihnen, was wirklich passierte. Herr Wright, bitte erklären Sie dem Gericht, was hier vorgeht. Warum gibt es in dem Album kein Foto von dem Tag des Mordes? Warum hätte der Junge die Fotos löschen sollen? Mir fällt nur ein einziger Grund ein, euer Ehren. Der Steel-Samurai verlor den Kampf. Darum löschte Cody diese Fotos. Sie meinen, der Steel-Samurai unterlag? Nun, Cody, ich hab recht, nicht wahr? Sag die Wahrheit. Der Böse besiegte den Steel-Samurai. Niemals! Nein! Das ist unmöglich! Der Steel-Samurai verliert niemals! Er verliert gegen keinen! Niemals! Euer Ehren, mit seinen Worten hat der Zeuge alles gesagt. Es gab einen Grund, warum er uns anlog und sagte, dass er kein Bild machte. Aus demselben Grund löschte er auch seine vorherigen Fotos. Für Cody war es unvorstellbar, dass der Steel-Samurai besiegt werden konnte. Aber Cody wurde Zeuge des Unmöglichen. Er sah mit an, wie der Steel-Samurai verlor. Aber zuzugeben, was er sah, hätte alles zerstört, woran er glaubt. Darum belog er uns und sagte, der Steel-Samurai hätte gewonnen.
Er konnte die Wahrheit nicht ertragen. Arme Kinderseele. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Zeuge, ich meine, Cody, ist das wahr? Was hast du gesehen? Sag dem Gericht, was du gesehen hast! Ich... Cody, an dem Tag wurdest du Zeuge, wie der Steel Samurai einen Kampf verlor. Richtig? Okay, okay. Sie haben recht. Der Steel Samurai fiel um. Dann bewegte er sich nicht mehr. Ruhe! 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 Was für ein Kunststück ziehen Sie jetzt wieder ab, Wright. Der Steel Samurai war der Mörder, nicht das Opfer. Aber der Aussage Ihres Zeugen zufolge war es der Steel Samurai, der umfiel. Herr Wright, was ist los? Es scheint, als hätten wir alle einen entscheidenden Fehler gemacht. Einen Fehler? Was soll das alles? Also, ich finde Option 1 und 2 ganz passend. Wenn Sie verstehen, was wirklich passiert, ist es eigentlich ganz einfach. Am Ende des Kampfes fiel der Steel Samurai zu Boden und blieb liegen. Mit anderen Worten, der Steel Samurai war nicht der Mörder, sondern das Opfer. Verstehen Sie nicht? Jack Hammer war der Steel Samurai. Ruhe! 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 Also, der Steel Samurai hier auf dem Foto? Sie behaupten, dass der Mann in diesem Kostüm das Opfer Jack Hammer war? Genau das, euer Ehren. Jack Hammer war an dem Morgen bei der Probe der Action-Szene dabei. Daher wusste er offensichtlich von Will Powers Verletzung am Fuß. Aber warten Sie! War Mr. Hammer nicht, Herr Hammer nicht bereits zu Studio 1 gegangen? Das dachten alle. Aber erinnern Sie sich noch daran, was Frau Oldbeck aussagte? Am Tag des Mordes kam ich um 13 Uhr an der Wachstation an. Ob ich den armen Hammer gesehen habe? Nee. Der war schon zum Studio gegangen, bevor ich wieder bei der Wachstation war. Herr Jack Hammer verließ den Personalbereich nach dem Mittagessen. Aber niemand sah, wie er zu Studio 1 ging. Es gab auch kein Foto von ihm. Er wartete, bis Herr Powers sein Nickerchen in dessen Umkleide machte. Dann schlich er in die Umkleide und stahl das Steel Samurai-Kostüm. Aber warum hätte das Opfer so etwas tun sollen? Ich weiß es nicht. Ich hab's begriffen. Der Steel Samurai hat sich seltsam bewegt. Jemand anderes steckte in dem Kostüm. Alter! Hä? Ich? Was? Eine kleine Information habe ich doch gespeichert. Information? Ja! Ein Foto auf meiner Digitalkamera. Was? Zeig es uns schnell. Keine Chance. Nicht, wenn Sie mich so ansehen. Jetzt. Hier. Nun, wenn ich es mir so ansehe, ist es schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, jeder könnte in dem Kostüm stecken. Ihre Meinung, Herr Wright? Ich stimme zu, euer Ehren. Das ist kein entscheidender Beweis. Es tut mir leid, aber es sieht nicht so aus, als sei das der Beweis, den wir brauchen. Ich gebe es zurück. Warte, Phoenix. Mia? Was denn? Sieh dir das Foto nochmal an. Das ist es, Phoenix. Das Foto ist der Beweis, den du brauchst, um diesen Prozess zu gewinnen. Was? Euer Ehren! Dürfte ich bitte nochmal das Foto sehen? Natürlich. Warum nicht? Phoenix, zeig es ihm.
Es gibt auf dem Foto einen entscheidenden Widerspruch zu den Fakten. Finde den Widerspruch im Foto. Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Ich sehe ein Tor. Würden Sie sich mal die Zahl auf dem Tor ansehen? Die Zahl? Ah ja, nun, man kann sie kaum erkennen, aber sie sieht wie eine 2 aus. Eindeutig keine 1, euer Ehren, richtig? Ah. Ich glaube, Herr Edgeworth versteht, was ich meine. Aber das ist unmöglich. Was soll das alles? Bitte erklären Sie es so, dass ich und das restliche Gericht geschockt sind. Ich benutze den Übersichtsplan. Die Leiche wurde hier gefunden, in Studio 1. Aber was sehen wir auf diesem Foto zum Tatzeitpunkt? Auf dem Tor steht keine 1. Euer Ehren, hier ist der wahre Ort des Verbrechens. Zeige dem Richter, wo der Mord stattfand. Hier, bei Studio 2. Ich verstehe. Das erklärt die 2 auf dem Tor auf dem Foto. Euer Ehren, es ist äußerst bedeutsam, dass der Mord in Studio 2 stattfand. Der Wohnwagen ist dunkel. Wie Sie sich wohl erinnern, gibt es in Studio 2 einen Wohnwagen. An dem Tag wurde ein Meeting in diesem Wohnwagen abgehalten. Genau zum Todeszeitpunkt gab es eine Pause im Meeting. In dieser Pause waren Herr Salmonella und Frau DeVasquez draußen und aßen Steak. Sie waren am Tatort. Der Weg zum Wohnwagen war blockiert. Das hatten wir schon. Der Weg war um 14.15 Uhr blockiert. Mit anderen Worten, das Opfer ging vorher zu Studio 2. Ja, ich schätze, so war es. Erinnern Sie sich an Herr Salmanelas Aussage? Erlauben Sie mir, das Gericht daran zu erinnern. Er sagte, keiner im Wohnwagen sei schuldig, da niemand zu Studio 1 gehen konnte. Nun, tatsächlich war es umgekehrt. Nur jemand im Wohnwagen hätte den Mord begehen können. Sie waren die Einzigen, die Zugang zum Tatort hatten. Studio 2. Ruhe! Die Verteidigung stellt Folgendes fest. Der Tatort war Studio 2. Die Person, die Frau Oldbeck, die Wachfrau, sah, war das Opfer Herr Jack Hammer. Herr Hammer stahl aus irgendeinem Grund das Steel Samurai-Kostüm. Dann begab er sich zu Studio 2. Das ist doch verrückt. Jack Hammer ist das Opfer. Das Opfer! Warum hätte er das Steel Samurai-Kostüm stehlen sollen? Sagen Sie, dass er damit die Aufklärung seines eigenen Todes erschweren wollte? Nein, natürlich nicht. Oder haben Sie einen Beweis? Zeigen Sie mir den Beweis, dass das Opfer Jack Hammer das Kostüm gestohlen hat. Edgy. Gerade voll der Edgelord. Ich habe einen Beweis. Ich weiß nur nicht, ob der jetzt gerade im richtigen Zeitpunkt angebracht wird, weil es ist einfach nur logisch. Ich habe einen Beweis. Sie haben einen? Sie haben einen, Herr Wright? Jetzt, da Sie so überrascht sind, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube aber, dass ich recht habe. Hier ist mein Beweis dafür, dass Jack Hammer das Kostüm entwendete. Hier ist er. Ein leerer Medikamentenbehälter? Den fand ich auf dem Tisch im Personalbereich. Derselbe Tisch, an dem Herr Hammer und Herr Powers aßen. Auf dem Etikett steht Schlaftabletten. Schlaftabletten? Der Angeklagte Herr Powers verbrachte den ganzen Nachmittag mit Schlafen. Er war mit Schlafmittel vollgepumpt. Warten Sie mal. Dieser Behälter wirft einige Fragen auf, ja? Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass Herr Hammer ihn benutzte. Euer Ehren, ich habe eine Idee. Eine Idee? Fahren Sie fort.
das war jetzt irgendwie, also, das ist eine blöde Idee, Phoenix. Lassen Sie Powers Blut untersuchen. Darin sollten Sie Spuren der Schlaftabletten finden, doch nicht mehr nach 2 Tagen. So lange Zeit nach dem Tag des Mordes? Selbst wenn es nur kleine Mengen wären, hieße es noch gar nicht. Keinem Bluttests könnte sagen, dass Herr Wright die Tabletten verabreichte. Was? Er hat recht. Mist. Das hat nicht funktioniert. Ich muss eine andere Idee ausprobieren. Weil man einmal zu schnell gedrückt hat, ne? Eine Idee? Na schön, dann lassen Sie sie uns hören. Ich würde gerne diesen Behälter auf Fingerabdrücke überprüfen lassen. Wenn meine Behauptung stimmt, sollten Herrn Hammers Fingerabdrücke drauf sein. Ich denke, Sie haben recht. Na schön, das Gericht nimmt den Behälter in Gewahrsam. Leere Flasche dem Richter übergeben. Das Gericht unterbricht für heute die Verhandlung. Cody Hackens Aussage hat dem Fall eine neue Wendung gegeben. Genauer gesagt scheinen die Dinge anders gelaufen zu sein, als wir zunächst annahmen. Der Stil-Samurai, den Frau Altbeck sah, könnte Jack Hammer gewesen sein. Der Tatort war nicht Studio 1, sondern Studio 2. Und die Personen im Wohnwagen hatten ausreichend Zeit, den Mord zu begehen. Herr Wright? Ja, euer Ehren? Ihre Hausaufgabe ist es, eine Antwort auf folgende Frage zu finden. Warum hätte Herr Hammer das Stil-Samurai-Kostüm stehlen sollen? Wer tötete ihn und warum? Finden Sie die Antworten bis morgen. Das sind eine Menge Hausaufgaben. Herr Edgeworth. Sie sollten Ihren Standpunkt in dem Fall überdenken. Vor allem sollten Sie Ihren Verdacht gegenüber Herr Will Powers bedenken. Wie Sie meinen, euer Ehren. Dieser Prozess wird bis morgen verlängert. Dies ist die letzte Verlängerung. Ein Tag länger, den Will leben darf. Phoenix, ich glaube, morgen bin ich krank. Ob das zählt? Ich glaube eher, wenn der Anwalt krank wird, kriegt dann der Angeklagte einen Pflichtverteidiger. Ich glaube, so funktioniert das sonst nicht. In Deutschland könnte es tatsächlich funktionieren. Aber nicht, wenn der Anwalt krank ist, sondern wenn der Angeklagte krank ist. Na schön, damit ist die Verhandlung geschlossen. 19. Oktober, 14.47 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Puh. Ach so, auch wenn der Anwalt nachweislich krank ist, okay. Ja. Aber ich glaube, in England ist es tatsächlich so, also beziehungsweise in ich weiß nicht, wie es in Japan aussieht, aber ich glaube, in Japan würde das nicht helfen. Weil wir müssen bedenken, auch wenn das hier manchmal so wirkt, weil ja alles hier in Phoenix Wright, in Ace Attorney, hier in Europa und in Amerika veramerikanisiert wurde, das Ganze spielt in Amerika, nicht in, spielt in Japan, nicht in Amerika. Deswegen gibt es hier auch kein Geschworenensystem. Noch nicht. Das kommt erst in Teil 4. Wollte gerade sagen, ja sorry, ich bin durch. Ich habe gerade Jackie rausgeholt. Ich habe Willy rausgeholt, so. Puh. Das war aber knapp. Wir haben es gerade so eben geschafft, aber genau das zählt. Während der Verhandlung habe ich mir 3-mal ernsthaft überlegt, aufzugeben. Ich auch. Wirklich? Sie beide wirkten so... sicher. Vielleicht sollte ich doch Schauspieler werden. Ich hatte sie da drin schon 3-mal abgeschrieben. Ich auch. Abgeschrieben? Das war natürlich nur Spaß. Sicher? Das war kein Spaß. Nun, Herr Powers, nun Skipper. Wir müssen unsere letzten Ermittlungen machen. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir bis morgen den wahren Mörder finden werden. Wahrscheinlich wollte ich gerade sagen, Förderminden werden.
Oh Gott, die Katze ist so cute. Richtig. Danke. Oh Mann, so ein Riesenbaby. So, das war's für heute. Tschüss. Oh Gott, er schlagt mich, wenn ich das jetzt wirklich mache, ne? Will jemand der Katze Leckerlis geben? Leckerlis, Katze. Wer will der Katze Leckerlis geben? Macht es jetzt in der Werbepause. Woo! Gibi, niemand wird dir Leckerlis geben, wie du siehst. Nicht mal in der Werbepause. Keiner liebt dich. Ich lüge ihn jetzt einfach mal eiskalt an, dann liebt er mich umso mehr, weil er denkt, ich bin die einzige Person, die ihn liebt. Ich verschaffe ihn ein Stockholm-Syndrom. Ich habe ja dank diversen Otome Games auch Stockholm-Syndrome. Noch und nöcher. Ne, Skibi? Ne, Püppchen? Ne, Püppchen?